Und das sind die Engländer, Jonathan Crossley, Kylie Jones. Wie gesagt, im vergangenen Jahr reichte es knapp nicht für eine Medaille. Vielleicht geht sich's diesmal aus. Allgemein gesagt kann der Tango ein sehr schwieriger oder kräfteraubender Tanz sein, wenn man ihn falsch tanzt. Wenn zum Beispiel der Herr das Gewicht zu weit hinten hat oder wenn der Herr die Ellbogen hinter seinem Rücken zu weit hinten platziert. Wenn man den Tango aber richtig und gut tanzt, so wie hier von den Engländern gezeigt, dann ist es ein sehr spritziger Tanz voll Emotionen. Ich denke nach wie vor auf Bronzemedaillenkurs die Engländer. Und nun kommen die Zweitplatzierten nach